Na denn, Maßstab und Berechnung ist heute unser Thema. Wir haben so angefangen, dass wir sagen, wir haben eine Modelleisenbahnlok. Die Spur heißt H0, also ich schreibe es mal einfach der Vollständigkeit halber hin. H0 sagt man da, HO, so sieht es aus. H0. Und es gibt noch weitere Spuren, ist jetzt aber unwichtig. Und wir nehmen mal an, so ein Modell dieser Dampflok, was wir da vor uns haben, ist 20 cm lang. Wie groß ist dann die Lok in Wirklichkeit? Naja, nun, der Maßstab, der steht dann im Allgemeinen auf so einer Schachtel. Maßstab, da steht dann M1 zu 87. Steht da. Das heißt also, wenn ich hier sage, ich habe hier 20 cm, muss ich 87 mal die Sache vergrößern. Wie Strahlensatz, könnte man so machen. Indem ich die Lok hier vorne hier rein postiere und dann entsprechend auf 87-fache vergrößere. Aber wie rechnet man es um? Und jetzt kommt der Trick bei der Sache, da gehen viele dran baden. Man sagt ganz einfach, die neue Länge, also L Natur, sagen wir mal dazu, ist gleich 87 mal 20 cm. Das steckt dahinter. Ich muss also mit Zentimetern rechnen. Machen wir das mal. Ln ist demzufolge, die 0 hänge ich schon mal hinten dran. 2 mal 7 ist 14 und 16, 17, so lang, Zentimeter aber. Das heißt, wenn ich werde eine große Lok nicht in Zentimetern angeben, ich werde dann sagen, Ln ist dann 17,4 Meter. Das steckt dahinter. Das diskutieren wir jetzt mal durch, denn es gibt ja noch andere Maßstäbe. Wenn man zum Beispiel große Längen hat, Kilometer, und die aufs Papier bringen will, dann hat man das Problem, dass man da mit größeren Maßstäben arbeiten will. Also, das bis dahin erstmal, mal Pause. Genau so, man sagt immer bei so einem Maßstab, jetzt gehe ich mal auf diese Zahlen hier ein, die 1 und die 87, hieße in diesem Fall übersetzt, dass man sagt, 1 cm im Modell entspricht, das kürze ich ab, 87 cm in der Natur. So spricht man das. Jetzt gibt es aber auch umgekehrte Maßstäbe, wo man sagt, naja, ich möchte mal etwas vergrößert darstellen, weil man das sonst gar nicht so sehen könnte. Zum Beispiel Atommodelle oder solche Dinge. Da muss man natürlich dann andersrum gehen. Da muss man dann sagen, 1 cm in der Natur entspricht 87 cm im Modell. So könnte man es auch sagen. Aber egal. Gehen wir mal zur Karte. Da kann man sich folgende Eselsbrücke merken. Bei einem Maßstab von 1 zu 100.000 kann man sich folgendes merken. 1 cm auf der Karte, also im Modell, 1 cm Karte schreibe ich jetzt mal kurz hin, entspricht 1 Kilometer. Warum? Mal sehen, ob das stimmt. 1 Kilometer in der Natur. Schauen wir uns mal an, ob das gehen würde. 1 cm habe ich gemessen, so lang, und ich sage, dieser Zentimeter soll 1 Kilometer entsprechen. Wieso könnte das funktionieren? Gucken wir uns mal die Zahl 100.000 an. Wenn ich Zentimeter sage, kann ich schon mal zwei Nullen wegstreichen. Also hier von dieser Zahl, ich schreibe sie nochmal so hin. Wenn ich hier zwei Nullen wegstreiche, habe ich schon Meter, und 1000 Meter ist ein Kilometer. Also stimmt das, ne? Jetzt nochmal hier abgetrennt, ein Kilometer, ein Zentimeter. Das kann man sich so merken, wenn man möchte. Das sind aber typische Wanderkartengrößen, und damit werden wir wahrscheinlich als Straßenatlas nichts anfangen können. Was ist, wenn da steht, Maßstab 1 zu 1 Million? Das steht dann meistens so da. 1 zu 1 Mio steht dann da. Und ich messe 1 Zentimeter. Jetzt rechnet mal aus, wie viel dann 1 Zentimeter Karte, wie viel das dann entspricht. Trennt entsprechend die Nullen ab und so weiter. Also, wie viel Kilometer sind das dann? Gut, okay, wir werden dann gleich noch ein paar Übungen dazu machen. Also, jetzt ist es relativ leicht und glatt. Ich schreibe einfach diese 6 Nullen dahin und sage, jetzt habe ich die Zentimeter in Meter verwandelt. Und jetzt sage ich, okay, jetzt nochmal 3 Nullen abgetrennt. Hier. Also sage ich, sind das 10 Kilometer. Kann ich mir den Rest hier sparen. 10 Kilometer in der Natur. Gut, ich schreibe mal ganz schnell ein paar Übungen auf. Maßstab, da wählen wir jetzt 1 zu 2,5 Millionen. Dann wählen wir 1 zu 200.000, auch eine typische Wanderkartengröße noch. 1 zu 500.000, das sind Flugkarten, werden die gerne genommen. Und nehmen wir nochmal unser Modellauto, was wir unserer H0-Spur beifügen, mit 1 zu 87. Also wenn ich eine Spur H0 habe und ich möchte da Modellautos einsetzen, dann müssen die natürlich auch der Größe der Lok wieder entsprechen, sonst sieht es unnatürlich aus.
Und zwar, wir haben gemessen erstmal auf der Karte beziehungsweise Modell, na, ach Mensch, beziehungsweise Modell, so, haben wir 3 cm gemessen, hier 4,7 cm abgemessen, hier haben wir 14,9 cm gemessen und hier haben wir, naja, sagen wir 1,3 cm gemessen. Und jetzt möchten wir, wie viel entspricht das in der Natur? Das ist jetzt unsere Übung. Ich mache Pause, zu Hause Ausrechnung, wir melden uns dann wieder. Am besten, man nimmt zu Anfang Zentimeter und wandelt dann erst um in entsprechende Einheiten, die dann gängig sind. Also Kilometer bei einer Lok oder bei so einem kleinen Auto wäre Blödsinn. Fangen wir mal hier an. Wir sagen, das sind 2,5 mal 3 ist 7,5. So, Millionen. Achtung, wenn ich nur 2 hätte, hätte ich 6 Millionen, also muss ich das schon als erste Stelle betrachten, statt der 0, ne? Dann habe ich hier noch eine und jetzt kommen noch die anderen 3 Nullen. Das sind Zentimeter in diesem Fall. Und jetzt, ich glaube nicht, dass sich das lohnen würde. Jetzt sagen wir, okay, ab hier wären es Meter, ab hier wären es Kilometer. Mit anderen Worten, das sind 75 Kilometer. Stimmt das? Überlegen wir mal. Schöner Tipp, wer damit nicht klarkommt, der rechnet es erst mit einem Zentimeter und nimmt es hinterher mal 3. Ne, das geht auch. Sehr schön. So, jetzt das gleiche hier. 200.000. 2 mal 7, das müssten dann 47, 94, also 9,4 sein. Und jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Nullen. Aber hier habe ich schon die erste Nullersatz. Also noch 4 Nullen dahinter. Jetzt kommt wieder mein Abtrennen. Achso, das waren, wollte ich noch schreiben, Zentimeter. Jetzt kommt mein Abtrennen wieder. Jetzt bin ich bei Metern. Und jetzt noch 3 Stellen, also sind das dann 9,4 Kilometer. Nochmal unsere Eselsbrücke bei 1 zu 100.000 wäre 1 Zentimeter. Da hätte ich hier 4,7 Kilometer. Und das muss in diesem Fall, weil sich der Maßstab verdoppelt hat, auch das Doppelte werden. Gesundheit. Jetzt für das nächste brauche ich einen Rechner, beziehungsweise ich mache mal Pause und wir bequatschen das mal so. Gut, und hier haben wir die Auflösung. Hier haben wir also 74,5 Kilometer, nochmal schnell das Trennen. Wenn ich Zentimeter abtrenne, jetzt habe ich Meter. Jetzt nochmal 1, 2, 3 Stellen abgetrennt, also 74,5 Kilometer. Und hier wäre es beim letzten Beispiel albern, hier in Kilometern zu arbeiten, denn das sind 113 Zentimeter, sind dann eben nur 1, und Meter. Gut, das bis dahin. Jetzt gibt es die Sache noch umgekehrt. Das war jetzt praktisch, das Größere wird auf ein kleineres Stück Papier oder was auch immer projiziert und jetzt kann man die ganze Sache noch vergrößern. Da rechnet man dann umgekehrt. Werden wir mal gucken. Machen wir noch eine Übung mit Vergrößerung. Beispiel Maßstab 3 zu 1. Also ich möchte etwas darstellen, das muss ich größer darstellen. Sagen wir hier wieder auf der Karte bzw. auf dem Papier, sage ich jetzt mal dazu. Meistens zeichnet man was, dann vergrößert und zu Natur verhält sich das. Also jetzt ist es, Modell hätte ich hinschreiben können oder Karte hinschreiben, ne? Aber in diesem Fall möchte ich etwas größer darstellen. Und ich habe in der Natur, und jetzt braucht man eigentlich bloß diese Rechnung rückwärts zu machen hier, und ich habe in der Natur etwas, was ich nicht auf ein A4-Blatt bekomme, und zwar A4-Blatt, müssen wir uns erinnern, sind 21 mal 29,7 Zentimeter. Da passt also nicht so viel drauf. Und ich habe einen Gegenstand, der ist meinetwegen 57 cm breit. Nehmen wir mal, gegeben. Breite gleich 57 cm und die Höhe sei mal, naja, sagen wir einfach 71 cm. Wie groß sind Breite auf dem Papier, beziehungsweise die Höhe auf dem Papier? Diese Maße, also umrechnen. Macht mal. Machen Pause und dann melden wir uns wieder mit dem Ergebnis. Wir machen es mal der Einfachheit halber 72 draus hier. Okay. Also 72 cm hoch und 57 cm breit. So, das war ja nicht so schwer. Jetzt muss ich durch 3 teilen. Ich krieg's ja eh nicht auf das Blatt. Also ich nehme mir vor, das muss hier auf das Blatt irgendwie aufpassen. 19 cm wäre schon knapp. Hier kann ich gerade mal noch einen Rand halten. 24 cm wäre knapp. So ist aber das Prinzip. So, jetzt macht man noch Folgendes. Das macht man bei technischen Zeichnungen dann gerne, dass man hier unten
dann angibt, ich bin auch ein komischer Mensch. Na, ist egal. Verzeihung, ich muss hier was anderes sagen. Das war ja wieder verkleinern. Ich muss ja 1 zu 3 sagen, Entschuldigung. Fällt mir jetzt gerade ein, hier unten gibt man dann neben seinen Angaben und was es ist, also meinetwegen ein dies und das, gibt man dann noch klein den Maßstab 1 zu 3 an. Wir wollten ja aber etwas vergrößern und da macht man es dann umgekehrt, also etwas, was klitzeklein ist, darstellen. Bleiben wir wieder bei Länge und Breite. Da gibt es eine Frage. Also, Länge in der Natur. Wir haben ein Mikroskop, wir können 200-fach vergrößern und wir haben eine Länge, die haben wir praktisch ausgelitert, hätte ich beinahe gesagt, also ausgemessen mit dem Mikroskop von 1,7 Mikrometern und wir haben eine Breite dieses Gegenstandes, den wir da sehen in der Natur, von sagen wir 3 Mikrometern. Und wir möchten es aber, wenn es geht, auf ein A4-Blatt aufmalen, diesen Gegenstand. A4-Blatt wieder Maße wie da, ne? A4. So, welchen Maßstab müssen wir wählen, damit wir noch einigermaßen einen Rand haben? Also gesucht ist M. Achtung, der darf jetzt nicht 1 zu heißen, so wie ich es vorhin gemacht habe, sondern jetzt muss er X zu irgendwas heißen. Also Mikrometer, wohlgemerkt, sind Tausendstel Millimeter. Jetzt wird es spannend. Ja, aber eine gute Vorüberlegung, damit wir das hier überhaupt irgendwie darstellen können. Wir können das ja, also wenn es so lang ist, aber dafür so breit ist, naja, wie auch immer, das muss einigermaßen auf dem Blatt sichtbar sein. Jetzt könnte man sagen, nehmen wir 17 cm, ja schon, aber dann würden wir mit den 30 cm in der Länge nicht hinkommen. Also nehmen wir hier nicht 17 cm, sondern nehmen wir die Hälfte, 8,5 cm. Wir möchten also 8,5 cm hier haben und hier 15 cm. So, und davon müssen wir jetzt rückrechnen und sagen, das wievielfache ist es und dann haben wir Maßstab. Jetzt haben wir mehrere Lösungswege. Wir schnappen uns die Zahlen, die am angenehmsten zu rechnen sind. Das ist hier die 3 und hier die 15. Mit den Maßeinheiten jetzt 3 Mikrometer so lange mit Nullen zu versehen, bis ich auf irgendwas Vernünftiges komme, ist eine andere Sache. Wir machen mal Folgendes, wir nehmen mal die 15 cm und machen daraus schrittweise Millimeter oder Mikrometer. Das sind 15 cm sind dann 150 mm. Gut. Und 150 mm, da muss ich jetzt noch mal 1000 nehmen, damit ich auf Mikrometer komme. Also sage ich, sind das 150 und jetzt kommt noch zack, 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 3 Nullen dran, Mikrometer. Und jetzt kann ich vergleichen, jetzt kann ich sagen, die 150.000 Mikrometer verhalten sich zu 3 Mikrometer wie, und jetzt sage ich, die Zahl zu der Zahl. Und jetzt muss ich lediglich 150.000 durch 3 teilen. 100, also 15 durch 3 ist 5. Hier die 15 durch 3 ist 5. Und jetzt 1, 2, 3, 4 Nullen hinten dran. Zu 1. Hier steht der Maßstab. Da ist er fertig. Fragen? Ich mache mal Pause. Also nochmal auf kurzen Wunsch, 1 Meter sind 1000 Millimeter, Milli heißt 1000 und 1 Millimeter sind 1000 Mikrometer und jetzt nehme ich mal einen Mikrometer noch dazu, falls das mal weitergeht, Nanotechnologie und so weiter, sind dann 1000 Nanometer, also NM und ein Nanometer und jetzt kommen wir wirklich in den atomaren Bereich, ein Nanometer sind dann 1000 Pikometer, sagt man dazu, also klein p. Ich schreibe mal dahinter, Pico. Na, nicht Rico, sondern Pico. Pikometer. Und hier ist es dann Nano. Und dieses komische U mit dem allen Anstrich ist Mikro. Mikrometer. Mü. Wenn ihr mit Technikern dann später zusammen seid, und technischen Menschen, die sehr genau arbeiten, dann sagen die, naja, noch 2 μ mehr und dann passt es gut. Die sprechen dann, die sagen dann bloß μ, wenn ihr bloß hört, 2 μ. Nicht mu, sondern μ. Dann meinen die damit Mikrometer. Okay, gut, lassen wir es an der Stelle gut sein, jetzt gucken wir uns die Sache in der Natur an.